Stoppel. Eine Osterhasengeschichte aus dem Zoo von Barbara Rath. Dumme Menschen sterben nicht aus, und genau deshalb kam Stoppel in den Zoo. Der Winter war mild gewesen. Die ersten Hasen und mit ihnen Stoppel wurden in diesem Jahr schon sehr früh geboren. Spaziergänger hatten Stoppel entdeckt. Er lag in einer flachen Mulde seiner Sasse und wartete darauf, dass seine Mutter zurückkehrte, damit er Milch bekam. Die Spaziergänger wussten nicht, dass es ganz normal ist, wenn Hasenbabys allein bleiben, bis ihre Mutter zum Säugen kommt. Sie dachten, der kleine Hase wäre verlassen, als sie ihn ganz allein am Feldrand fanden. In bester Absicht reckten sich zwei große Hände nach dem jungen Tier. Ängstlich riss der Kleine die Augen auf und legte seine noch kindlich kurzen Schlappohren dicht an den Kopf. Aber das nützte ihm natürlich nichts. Er wurde von den Händen vorsichtig ergriffen, die meinten, ein kleiner Hase hätte auf einem großen Feld ganz allein nichts zu suchen. Allzu weit hatten die Spaziergänger bei ihrer gut gemeinten Rettungsaktion allerdings nicht gedacht. Sie wussten mit einem jungen Feldhasen eigentlich gar nichts anzufangen. Deshalb brachten sie ihn zum Zoo, damit man sich dort um ihn kümmern sollte. Der Zoodirektor seufzte, als er davon erfuhr. Leider kam es häufiger vor, dass Spaziergänger junge Wildtiere aufgriffen, denen eigentlich gar nichts fehlte, die nur ganz, wie es ihrer Natur entsprach, auf ihre Mutter warteten. Wenn dann einmal der menschliche Geruch den Jungtieren anhaftete, weil Menschen sie angefasst hatten, konnte man sie nicht einfach wieder dahin zurückbringen, wo man sie gefunden hatte. Dann nahm ihre Mutter sie nicht mehr an, und ohne menschliche Hilfe waren sie verloren. Also mussten nun wirklich die Mitarbeiter im Zoo versuchen, den kleinen Hasen aufzuziehen. »Ah, wieder so ein Stoppelhopser, den Spaziergänger aufgesammelt haben«, sagte der Zoodirektor, als er zur Frühstückspause in den Raum trat, in dem seine Tierpfleger und Tierpflegerinnen ihren Morgenkaffee tranken. Er hielt den kleinen Hasen behutsam hoch und fragte in die Runde, »Meldet sich jemand freiwillig?« Gemeint war damit, dass nun ein Pfleger gesucht wurde, der sich des kleinen Hasen annahm. Einen solchen Feldhasen mit der Flasche aufzuziehen, war nicht weiter schwer. Vor allen Dingen brauchte er nur 2 bis 3 Mahlzeiten an einem ganzen Tag. Ein Gorilla-Baby dagegen wollte alle 2 Stunden trinken. Und das Tag und Nacht. Der junge Hase landete schließlich im Ponystall. Man richtete ihm eine große Kiste mit Stroh her, in das er sich dankbar kuschelte. Der Pfleger, der ihn hineinsetzte, murmelte vor sich hin, »Stoppelhopser!« »Eigentlich kein so schlechter Name für einen Hasen, wie du es bist. Vielleicht ein wenig lang. Ich denke, wir taufen dich einfach Stoppel.« Stoppel hatte es gut im Zoo. Rasch lernte er, aus der Flasche zu trinken. Und er wuchs so schnell, dass man regelrecht zuschauen konnte. Bald wurde ihm seine Kiste schon zu klein. Sein Pfleger staunte nicht schlecht, als Stoppel bereits nach einer Woche allein die Kistenwand überklettern konnte und sehr neugierig den Ponystall durchstreifte. Von den Pflegern hatte niemand etwas dagegen, dass Stoppel sich auf eigene Faust auf Erkundungsgänge begab. Wenn sie seine Milchflasche schüttelten, kam er stets im schnellsten Hasengalopp zur Fütterung, und die Gehege der Raubtiere mied er instinktiv. Er brauchte nur ihren Geruch in die Nase zu bekommen. Schon verwandelte er sich von einem neugierigen Junghasen in einen zitternden Angsthasen. Die Zwergesel wurden Stoppels besondere Freunde. Sie mochten den kleinen Kerl mit dem pelzigen Gesicht, denn seine Ohren versprachen so lang zu werden wie ihre eigenen. Stoppel seinerseits mochte die Esel, weil sie nichts dagegen hatten, dass er bei ihnen Heu stibitzte. Manchmal machte sich Stoppel einen Spaß daraus, sich den Eseln genau vor die Nase zu setzen. Er fiel vor Lachen beinahe auf den Rücken, wenn die Esel geradezu schielen mussten, um ihn anzusehen, während man sich unterhielt. Lustig wurde es auch, wenn Stoppel von den Pflegern in das Gehege der Stachelschweine gesetzt wurde.
damit er ein wenig Abwechslung hatte. Das Stachelschwein schlief tagsüber in seinem Häuschen, so daß man einander nicht in die Quere kam, wenn Stoppel durch das geräumige Gehege hoppelte. Und schon ein paar Mal hatte Stoppel es erlebt, daß ganz unwissende Zoobesucher begeistert auf ihn zeigten und gerufen hatten: »Da ist ja das Stachelschwein!« Dann kam er grinsend zum Zaun des Geheges und sträubte alle Haare, so gut er konnte, um möglichst stachelig auszusehen. Von den Pavianen hielt sich Stoppel fern. Er hatte den Boss der Horde einmal beim Gähnen beobachtet, wobei dessen Eckzähne zu sehen gewesen waren. Die waren gut und gern so lang wie die Finger seines Pflegers. Die Zähne hatten dem kleinen Angsthasen reichlich Respekt eingeflößt. Ein paar Mal war er bei den jungen Ziegen gewesen, aber die waren ihm eindeutig zu frech. Die jungen Zicklein kannten nur einen Zeitvertreib, ihre kleinen Hörnchen auszuprobieren. Stoppel war schon einmal ordentlich geknupft worden bei seinen Besuchen im Ziegengehege. Seitdem hielt er sich fern. Bei den Pinguinen und den Seelöwen war es Stoppel eindeutig zu nass und es roch viel zu fischig. Nur bei den Kamelen hielt er sich ganz gern auf, auch wenn der Kamelhengst ziemlich giftig darauf achtete, dass ihm nichts weggefuttert wurde. Der Hengst konnte zwar ganz gut rennen, aber mit dem Hakenschlagen klappte es bei ihm einfach nicht. Schon zweimal war er hinter Stoppel hergaloppiert und dabei der Länge lang in seinem Gehege hingeschlagen. Sogar die Kameldamen hatten verstohlen über ihren Boss gelacht. Seitdem zog der Kamelhengst es vor, Stoppel überhaupt nicht mehr zu beachten. Noch hochmütiger als sonst sah er einfach über den kleinen Hasen hinweg. So wuchs Stoppel sehr schön und sorglos im Eingangsbereich des Zoos auf. Weiter traute er sich nicht zu gehen. Die Tiere in ihren Käfigen mochten ihn, denn er bewegte sich im Gegensatz zu ihnen frei zwischen den Gehegen hin und her. Wie ein Pausenclown munterte er die Tiere auf, die ihr Dasein als Zootier als Beruf auffassten und deshalb ziemlich ernst nahmen. Aber kurz vor Ostern änderte sich das alles schlagartig. »Warum lässt du denn deine schönen Ohren so hängen?« erkundigte sich einer der Zwergesel, als Stoppel auf seinem morgendlichen Rundgang vorbeikam. Die Hasenohren, sonst stets aufmerksam steil aufgerichtet, hingen herab wie zwei welke Kohlblätter. »Weif nicht!« erwiderte Stoppel, der wie alle Hasen natürlich Hasenzähne hatte und deshalb ganz niedlich lispelte. Matt und lustlos ging er weiter seine Runde. Als er von einem Rentner, der eine ganz starke Brille trug, wieder für das Stachelschwein gehalten wurde, sträubte er nicht die Haare. Den knuffenden Ziegen wich er nur mit einem »Laff daff doch« aus. Und der Kamelhengst schob ihm schließlich ein Heubüschel zu, denn er hatte sich so daran gewöhnt, von dem Hasen gefoppt zu werden, dass er sich gleich Sorgen machte, als Stoppel nur eine langsame Runde durch das Kamelgehege zog, ohne irgendetwas anzustellen. Dann zog sich Stoppel in seine Kiste zurück, rollte sich zusammen und begann zu weinen. Mathilda, eine der Mehlmäuse des Zoos, hörte ihn schluchzen. Man muss wissen, dass der Zoo über ein eigenes Nachrichtensystem verfügte. Mäuse, die in allen Gehegen und Tierhäusern im Verborgenen lebten, überbrachten für die Zootiere Nachrichten. Irgendein Witzbold unter den Tieren, der aus Gesprächen der Zoobesucher erfahren hatte, was E-Mails sind und wie schnell man damit Nachrichten übermitteln kann, hatte daraufhin die Nachrichtenmäuse des Zoos in Mailmäuse umbenannt. Und gegen eine kleine Gebühr in Form von Futter flitzten die Mäuse kreuz und quer durch den ganzen Tierpark und übermittelten Nachrichten für die Tiere, die ja naturgemäß in ihren Gehegen festsaßen. Die Mailmaus Mathilda jedenfalls kam zufällig gerade an Stoppels Kiste vorbei, als der Hase darin lag und trostlos schluchzte. Neugierig kletterte Mathilda außen an der Kistenwand hoch und lugte hinein. »Ja, um Himmels willen, Stoppel, was ist denn los?« wollte sie wissen. »Ich«,
Pfeif nicht«, sagte Stoppel, von vielen kleinen Schluchzern unterbrochen. »Seit ein paar Tagen bin ich ganz unruhig und ich werde immer trauriger, aber ich weiß gar nicht, wieso.« Dann brach der Hase wieder in Tränen aus. Ratlos streichelte Mathilda ihm die Stirn mit ihrer Pfote. Schließlich fiel der kleine Hase erschöpft in einen unruhigen Schlaf. Vorsichtig tastete die Maus nach seiner Nase. Die war feucht und kühl. Der Hase war also nicht krank, denn dann hätte sich seine Nase heiß und trocken angefühlt. Aber er hatte offensichtlich großen Kummer. Schließlich sauste die Maus zu den Zwergeseln. Sie schilderte ihnen, was sie gerade mit dem Hasen erlebt hatte. »Wisst ihr, was mit ihm los ist?« erkundigte sie sich schließlich. »Keine Ahnung«, röhrte einer der Esel. »Er war schon ein paar Tage ganz komisch. Aber wenn wir gefragt haben, was los ist, wusste er es selbst nicht.« Die Mehlmaus fragte noch in anderen Gehegen und auch bei Mäusekollegen des Nachrichtendienstes. Alle wussten, dass Stoppel seit einigen Tagen immer stiller geworden war und irgendwie traurig wirkte. Einen Grund jedoch kannte niemand. Nachdenklich wollte sich Mathilda gerade in Richtung auf ihr Mauseloch bei den Alpakas zurückziehen, da erstarrte sie förmlich. Grinsend stand ganz dicht vor ihr Fox. Fox war ein Hund und gehörte einem der Tierpfleger. Die Hunde hielten nicht alle Frieden mit den Mäusen. Hunde hatten als Gefährten der Menschen eine merkwürdige Stellung zwischen Mensch und Tier. Sie waren frei und beteiligten sich daher nicht an dem Geschäft Nachrichtenübermittlung gegen Futter und Frieden. Wenn eine Maus einem Hund begegnete, wusste sie deshalb nie, ob es gefährlich werden würde. Fox knurrte: »Hallo Mäuschen. Bist aber weit von deinem Loch entfernt, oder?« Mathilda zitterte. Sie hatte keine Ahnung, ob Fox zu den freundlichen Hunden zählte oder nicht. Sie bekam vor Angst einfach keine Antwort heraus. Fox legte den Kopf schief und betrachtete die Maus eingehend. »Sag schon, was treibst du hier?« »Ich«, begann die Maus mit zitternder Stimme. »Nun«, hakte Fox streng nach, »ich bin unterwegs, um herum zu fragen, weshalb Stoppel seit ein paar Tagen so komisch ist und jetzt nur noch in seiner Kiste liegt und weint.« Fox zog eine Augenbraue hoch. »So«, war sein ganzer Kommentar. Mathilda wurde mutiger, denn schließlich war ihr bisher nichts geschehen. »Du weißt es nicht zufällig?« »Und was ist, wenn ich es weiß?«, fragte Fox zurück. »Dann«, sagte die Maus, jetzt schon recht mutig, »wäre es verdammt gemein von dir, wenn du es für dich behältst. Denn ein weinender Hase ist eine furchtbar traurige Sache. Stell dir vor, Stoppel ist so traurig, dass seine Ohren ganz dunkel geworden sind.« »Ach so, dunkle Ohren hat er bekommen. Und in ein paar Tagen ist Ostern. Und er ist ein kleiner Hase, der ohne andere Hasen aufwächst«, knurrte Fox, als wäre damit alles gesagt. Als Mathilda das hörte, war ihr sofort klar, Fox wusste etwas. Die Frage war nur, ob er sein Wissen mit ihr teilen würde. Jetzt drängelte sie. »Sag schon!« »Er ist natürlich ein Osterhase«, erwiderte Fox ein wenig von oben herab, so als müsste jede Maus wissen, was damit gemeint war. Aber Mathilda war nach dieser Antwort nicht schlauer als zuvor. »Hä?«, fragte sie deshalb nicht eben schön. »Ostern, das ist so eine Menschensache«, erklärte Fox, der als Hund natürlich Fachmann in Sachen Menschenkunde war. »Die Menschen feiern da irgendwas. Kirche, Glockengeläut, Feiertage, gutes Essen. Und Hasen haben auch damit zu tun, aber nur manche Hasen. Man nennt sie Osterhasen. Zu erkennen sind sie daran, dass sie vor Ostern ganz dunkle Ohren bekommen. Das ist ihr Signal an alle anderen Tiere, die Hasen jagen, dass sie für ein paar Tage in Ruhe gelassen werden müssen, damit sie ihre Eier verstecken können.« Mathilda vergaß, dass sie gerade noch vor Fox gezittert hatte. Sie lachte schallend. »Haha,
Hasen und Eier? Was ist denn das für eine Geschichte? Fox fuhr unbeirrt fort. Genau erklären kann ich es auch nicht, ich weiß nur, wie es ist. Zu Ostern verstecken Osterhasen Eier und die Menschen freuen sich darüber. Ich schätze, Stoppel ist ein Osterhase. Schließlich hat er dunkle Ohren bekommen und gerade vor Ostern ist er ganz unruhig geworden. In seinem tiefsten Inneren spürt er vielleicht, dass er jetzt Eier verstecken sollte. Aber weil er ohne seine Mutter aufgewachsen ist, weiß er nun nicht Bescheid darüber, was es heißt, ein Osterhase zu sein und was man als Osterhase zu tun hat. Normalerweise erklären Hasenmütter ihren Kindern sowas. Mathilda kratzte sich nachdenklich den Kopf. Das Ganze kam ihr ziemlich verworren vor. Aber es war nicht auszuschließen, dass Fox recht hatte. »Wenn das alles stimmt, was sollen wir denn jetzt tun, damit Stoppel wieder auf die Beine kommt?« fragte sie ratlos. Fox bellte einmal kurz. Dann erwiderte er, »Ah, vielleicht reicht es, wenn man ihm ein paar Eier gibt.« Damit war für ihn der Fall erst einmal erledigt und er flitzte zu seinem Pfleger. Mathilda überlegte fieberhaft. Wie den meisten Tieren schmolz ihr das Herz dahin, wenn ein junges Tier litt. Sie wollte unbedingt dafür sorgen, dass Stoppel wieder glücklich sein konnte. Aber einen besseren Einfall als Fox hatte sie auch nicht, und daher verbreitete sie im Nachrichtendienst der Mäuse einen Aufruf, Eier für Stoppel zu sammeln. Vielleicht würden ihn die wieder fröhlich machen. Daraufhin huschten bald überall Mehlmäuse herum und es kam zu denkwürdigen Gesprächen, während sie alle möglichen Tiere baten, ein Ei für Stoppel zu legen. Eine Mehlmaus wandte sich mit ihrer Bitte um ein Ei an die Paviane und wurde schrecklich ausgelacht. Ein Pavianweibchen sagte ihr, »Fragt nie wieder ein Tier mit Haaren nach einem Ei. Die Haarigen legen keine Eier. Das solltest du doch wohl wissen, oder?« Eine andere Mehlmaus wandte sich mit ihrer Bitte um ein Ei an eine Anaconda und wurde ebenfalls ausgelacht. »Klar lege ich Eier«, zischte die Anaconda. »Aber meine Jungen schlüpfen schon in meinem Leib aus dem Ei und werden schließlich lebend geboren.« Die Pinguine sagten, »Wir legen immer nur einige, wenige Eier und wir hängen schrecklich daran, auch wenn wir Stoppel ganz gern haben. Ein Ei bekommt er von uns nicht.« Die Fische waren zwar bereit, ein paar tausend Eier abzugeben, aber der Plan scheiterte, da die Fischeier keine harte Schale hatten und so schlüpfrig und glitschig waren, dass keine Maus sie packen konnte. Ein Leguanweibchen hätte gern ein Ei für den Hasen beigesteuert, aber es musste bedauernd zugeben, »Falsche Jahreszeit, tut mir leid, das wird gerade nichts mit dem Eierlegen.« Die Schmetterlingseier waren zwar ganz hübsch, aber schrecklich klein. Sie waren einfach ungeeignet. Und trotzdem, es kamen eine Menge Eier zusammen. Von den Zwerghühnern, der Schneeeule, den Pelikanen, den Gänsen, den Kormoranen, sogar ein Schildkrötenei war dabei. Ja, selbst der Straußenhahn konnte seine Henne so anfeuern, dass am Ende ein Riesenei für den Hasen gelegt wurde. Die Mäuse beratschlagten untereinander, wo sie denn nun die Eier für Stoppel sammeln sollten. Sie entschieden sich für das Gehege der Zwergesel. Die waren ja besonders mit Stoppel befreundet und man konnte die Eier mehr oder minder bequem über die Zoowege einfach dorthin rollen und unter dem Zaun durchschieben, sodass sich keine Besucher daran vergreifen würden. Das taten die Nachrichtenmäuse in der Nacht vor dem Ostersonntag auch alle gemeinsam. Allerdings kamen sie mit dem gut pfundschweren Straußenei nicht einen Zentimeter vom Fleck. In der mondhellen Nacht ließ sich ausgerechnet der Kamelhengst überreden, den schmalen Graben, um sein Gehege zu überklettern, der mehr dazu da war, die Zoobesucher aus seinem Gehege fernzuhalten, als ihn darin festzuhalten. Er nahm das Ei am Zaun der Strauße in Empfang und schubste es überaus vorsichtig mit seiner Nase bis zu den Eseln. Zum Glück hielt die dicke Schale. Mathilda weckte Stoppel am Ostersonntag. Es war gar nicht leicht, den immer noch todunglücklichen Hasen dazu zu bewegen, einmal bei den Zwergeseln vorbeizuschauen. Aber als er deren Gehege betrat, war seine Traurigkeit mit
einem Schlag verflogen. Stoppel stand wie erstarrt. Gebannt und mucksmäuschenstill beobachteten die Esel, wie der kleine Hase den Heuhaufen am linken Zaun genau musterte. Mit einem entzückten Quietscher, Eier, 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 vor viele, vor große Eier, sauste Stoppel schließlich dorthin. Er beschnüffelte die Eier, er rollte sie in ihrem Heubett nach hier und dort, um sie so vorteilhaft wie möglich auszubreiten. Er legte sich mitten hinein und betastete die glatten, kühlen Schalen, die ihm so wunderschön vorkamen. Er hatte nicht recht gewusst, warum er so unglücklich geworden war, aber eins fühlte er nun ganz deutlich. Eier machten ihn überglücklich. Mathilda und Fox schauten von Ferne sehr zufrieden zu. »Was macht ihr denn nun mit den Eiern?« fragte Mathilda. »Keine Ahnung. Bin ich Osterhase? Er freut sich daran. Das scheint ihm zu reichen,« stellte Fox fest. »Und dann?« fragte Mathilda weiter. »Ah, in ein paar Tagen ist er wieder ein ganz normaler Hase mit hellen Ohren. Dieser Eierfimmel hält bei Hasen nie lang an,« erwiderte Fox. Mathilda ließ immer noch nicht locker. »Und wenn es nächstes Jahr wieder losgeht mit den dunklen Ohren?« »Dann«, bellte Fox, »wissen wir ja, was wir zu tun haben. Schlimmstenfalls muss der Kamelhengst wieder ran.«